Ja, ich denke, jeder, der was heute im Stadion war, hat gesehen, dass das ganz ein schwieriges Spiel war. Ich denke auch, dass wir die erste Halbzeit nicht gut gespielt haben, dass uns der Peter Jähli ins Spiel gehalten hat, weil er doch zwei Möglichkeiten von Krins vernichtet hat. Und ja, das Problem war, dass wir heute zu viel in der Mitte gespielt haben und nicht über die Seite gekommen sind. Aber in der zweiten Halbzeit, denke ich, habe ich mit Burgi und mit Hasler David auf der Seite gespielt und da hat man gesehen, dass wir dann eigentlich unser Spiel aufgezogen haben und aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir, glaube ich, verdient gewonnen. Ja, es sind wieder schwierige Bedingungen gewesen. Zum einen der Föhn, wo natürlich gewisse Aktionen wieder sehr schwer zum Einschätzen macht. Und auch der Platz ist recht holprig natürlich zu dieser Jahreszeit. Es war nicht einfach für uns. Krienz ist taktisch sehr gute Mannschaft, verschiebt immer wieder gut, macht Träume eng. Also es war eine harte Arbeit für uns, die drei Punkte heute einzufahren. Ja, wenn man verliert, ist man nie zufrieden. Aber aufgrund von der ersten Halbzeit, wo eigentlich FC Vaduz 1-0 führt, schlussendlich stark bestraft worden, weil schlussendlich sind wir zweimal vor das Goal gekommen, haben ein Offside-Goal annulliert bekommen, wo ich eigentlich denke, es sei Goal. Haben den Penalty noch zugesprochen bekommen, wo er Simulationsfoul pfeift. Also ist viel eigentlich gegen uns gelaufen und in einem Konter, wo eigentlich der Ball muss wegspediert werden, haben sie uns bestraft. Sehr effektiv gewesen. Der FC Vaduz, aber ja, das war die erste Halbzeit gewesen. Und dann die zweite Halbzeit ist klar, das 2-0, ich bin nicht überzeugt, ob der nicht offside gestanden ist. Der Goalie steht vor dem Ball und der Ball wie gespielt, aber Schiedsrichter hat anders entschieden. Schönes Aufbäumen gesehen von meiner Mannschaft, die nie hat, aufgegeben und verdient zum 2-1 gekommen ist. Und dann haben wir noch einen Druck erzeugt. Edien Diamo hat vor dem 2-1 noch eine Chance gehabt zum 2-1, auf einen Pfostenschuss gespielt hat. Und am Schluss natürlich wir müssen auftun und durch das ist Vaduz zu Chancen gekommen. Aber erst dann ist Vaduz zu Chancen gekommen. Vorher haben wir eigentlich das Spiel eigentlich sehr gut kontrolliert und auch zum Teil dominiert, in der ersten Halbzeit vor allem. Von daher ist es eine bittere Niederlage, aber es ist einfach so, Effizienz ist sehr wichtig und die hat der FC Vaduz gehabt.